Ja, ich bin Carsten Huckemer. Ich würde mich als Entrepreneur bezeichnen. Nach langer Zeit in der Gründungsberatung mit vielen Geschäftsideen, die mir unterwegs begegnet sind, hat mich der Ehrgeiz gepackt, eine eigene Idee umzusetzen. Das mache ich jetzt ausschließlich. Also ich denke, das Sharing steckt momentan in so einer Krise fest. Diese Krise wurde ausgelöst durch eine zu starke Kommerzialisierung. Und ich bin der Meinung, dass es weggehen wird von der Kommerzialisierung und dass es so eine Art Synthese geben wird. Es wird also kommerziell orientierte Sharing-Angebote geben und sehr stark sozial und privat ambitionierte Projekte und auch so Zwischentöne. Also ich denke, es wird sich ausdifferenzieren, das Ganze, und es wird insgesamt im Alltag mehr Raum finden. Ja, da muss ich jetzt direkt anfangen zu strahlen, weil dieser Entrepreneurship Summit, ich kenne ihn seit ungefähr 10 Jahren. Ich bin, glaube ich, fast jedes Jahr da gewesen und habe dann auch im Laufe der Zeit mit der immer stärkeren Befreundung mit der Stiftung habe ich dann angefangen, Veranstaltungen zu moderieren. Und ich muss sagen, es gibt keine Veranstaltung, die mir so viel Spaß macht wie der Summit, also wirklich so die Spaßseite. Und gleichzeitig auch die interessante Mischung all der Teilnehmer, die da sind. Es ist also so unglaublich bunt und interessant gemischt. Und die Leute sind alle sehr offen und interessiert und unglaublich wohlgesonnen. Die haben alle irgendwie was Gutes so auf dem Schirm. Die wollen gute Sachen machen. Und es macht unheimlich viel Spaß, da zu sein.